Sie haben heute an der Tarifbindungskonferenz der Industriegewerkschaft Metall teilgenommen. Wie wichtig sind Tarifverträge für die Beschäftigungsentwicklung in Sachsen-Anhalt? Die Landesregierung unterstützt ausdrücklich den Abschluss von Tarifverträgen und unterstützt auch damit die Fortentwicklung der Tarifpartnerschaft. Nur durch eine gelebte Tarifpartnerschaft ist es möglich, die Standards für Arbeitsplätze weiter verbessern zu helfen, damit also auch die Planungssicherheit für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu erhöhen und zur Attraktivität beizutragen, dass Fachkräfte hier bleiben, aber darüber hinaus auch Fachkräfte wieder nach Sachsen-Anhalt zurückkehren. Für Arbeitgeber ist ein Tarifvertrag ein eindeutiger Wettbewerbsvorteil. Man ist inzwischen international unterwegs und man kämpft um die besten Arbeitskräfte, die am Arbeitsmarkt zu haben sind. Davon hängt die Wettbewerbsfähigkeit ab. Und deswegen ist es so wichtig, mit klaren Standards über einen Tarifvertrag dafür zu sorgen, dass man nicht nur die besten Leute behält, sondern auch das Signal gibt, dass man mit der Qualität im Unternehmen auch die Qualität des Produktes sicherstellen hilft und damit auch eine nachhaltige Weiterentwicklung des Unternehmens, auch im Sinne der Geschäftspartner, die man hat, dort nachweisen kann. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass es für Sachsen-Anhalt keinen Weg an einer gut gelebten und sich weiterentwickelten Tarifpartnerschaft gibt. Welche Möglichkeiten hat die Landespolitik, die Tarifbindung zu verbessern? Die Tarifautonomie ist ausdrücklich im Grundgesetz festgelegt. Es ist auch gut so, dass sich der Staat nicht in die Lohnfindungsprozesse zum Beispiel einmischt. Auf der anderen Seite wollen wir ja eine gute Entwicklung dieser Tarifpartnerschaft und auch der Tarifautonomie befördern helfen. Wir haben dafür verschiedene Möglichkeiten. Wir haben eine Vereinbarung abgeschlossen, neben einem Fachkräftesicherungspakt auch zur Entwicklung der Tarifpartnerschaft. Wir haben durchaus auch Möglichkeiten, im Rahmen unserer eigenen Auftragsvergabe Signale zu setzen. Wir haben deswegen ein Vergabegesetz verabschiedet, was ganz klar öffentliche Aufträge an eine Tarifbezahlung bindet. Und wir haben darüber hinaus die Möglichkeit, bei der Vergabe von Fördermitteln darauf zu achten, dass die entsprechenden Standards in den Unternehmen sich unseren politischen Intentionen angleichen. Das heißt, dass Unternehmen, die nach Tarif bezahlen, auf jeden Fall einen Vorteil haben, weil sie insgesamt die Kriterien für eine Fördermittelvergabe besser erfüllen. Wie wird sich die Tariflandschaft in Sachsen-Anhalt entwickeln? Ich bin erstmal froh darüber, dass wir eine gute Situation haben. Wir sind besser als der ostdeutsche Durchschnitt, was die Tarifbindung der Unternehmen anbelangt. Mit 25% liegen wir 4% über dem Stand der ostdeutschen Länder. Aber wir liegen doch immer noch deutlich hinter dem Stand der alten Länder. Dort sind immerhin 34% der Unternehmen tarifgebunden. Trotzdem sage ich, die Entwicklung kann nur in Richtung des Standes der alten Länder gehen, wenn wir wettbewerbsfähig bleiben wollen und auch Fachkräfte hier halten oder zurückholen wollen. Dann gibt es keine andere Alternative, als sich diesem deutschlandweiten Standard anzuschließen bzw. alles dafür zu tun, dass sich deutschlandweit auch diese Quote nach oben entwickelt. Das ist für unsere internationale Wettbewerbsfähigkeit unabdingbar.